관광권이잖아. Denk nicht bald dran, ihr weh zu tun. Jetzt bist du ein gefallener Gott. Johnny Cage, das Amulett! Nein! Viel Spaß da drin, Opa. Sonja? Johnny. Haben wir? Ja, haben wir. Bleibt hier. Die Fähigkeiten der Kammer werden Sonja Blade rasch heilen. Quan Chi und die anderen sind fort. Ein gewaltiger Kraftanstieg hat meine Sinne überwältigt. Wir kümmern uns später um Quan Chi. Wir haben heute einen größeren Preis errungen. Shinnoks Amulett.
Und darin? Die Fischfresse persönlich. Bringen wir das Amulett zu den Götterältesten. Sie können es nicht zerstören. Keiner kann das. Vielleicht bieten sie uns Rat. Shinnok darf nie entkommen. Der Krieg ist nicht vorbei. Quan Chi ist entkommen. Warum lächelst du? Sie sagte Johnny. Raiden meinte, ich sei Nachfahre einer Kriegersekte aus dem Mittelmeerraum. Geboren als Krieger für die Götter. Hab's nie wieder geschafft, diese grüne Aura zu beschwören. Raiden denkt, es wurde vom nahen Tod einer geliebten Person ausgelöst. Was ist mit dir, Cassie? Kannst du sowas beschwören oder wurde eine Generation übersprungen? Lass gut sein, Jin. Wir brauchten keine Auren in Darfur, im Iran oder Kurdistan. Oder Jackie? Nein, brauchten wir nicht. Haben dich die Shaolin je dahin geschickt, Jin? Ich hab genug Action gesehen. Takeda hat das auch. Zeug, das euch SE-Typen schockieren würde. Ganz ruhig. Ihr seid alle hier, weil ihr es verdient. Ihr seid einzigartige Schneeflocken. Also, euch ist es vielleicht nicht bewusst. Ich habe keine Glückwunschkarten gekriegt. Heute ist unser Team seit 6 Wochen zusammen. Minister Blake meint, er ist sehr zufrieden mit uns. Man könnte ihm auf den Kopf spucken und er wäre sehr zufrieden mit uns. Aber er hat Mr. Cage das Team zusammenstellen lassen. Bin froh, dass mich die Shirai Ryu ausgewählt haben. Neue Orte, neue Gesichter. Wie der Minister angemerkt hat, werden wir Alten irgendwann in Rente gehen. Also ist es Zeit, dass die neue Generation antritt. Shaolin, Shirai Ryu, SE, gemeinsam. Die erste Mission eures Teams führt euch in den Lin Kuei-Tempel. Wir haben schon lange nichts vom Großmeister gehört. Ihr stellt sicher, dass er noch auf unserer Seite ist und uns den Rücken frei hält, wenn die Lage mit der Außenwelt kritisch wird. Ihr müsst ihn mitnehmen. Wundert euch aber nicht, wenn Sub-Zero sich nicht kooperativ zeigt. Warum die Sorgen wegen der Außenwelt? Dachte Kotal Kahn hält die Verträge von Reiko ein. Tut er. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Wenn die Rebellen gewinnen, sind die Verträge Geschichte. Millionen. Imperator, wie sagt man gleich? Nicht den Dreck unter meinen Schuhen wehrt. Kotal Kahn hat ja stets faire Angebote gemacht, Kano. Sicher, sicher. Ich sag ja nur, aufgerüstete Waffen, meine Infos und puff, der lange Bürgerkrieg der Außenwelt, vorbei. Wär doch nett, sich mal zu entspannen, oder? Du weißt, wo Melina steckt. Und ihre ganze Armee? Dafür kriege ich doch mindestens 50. Ich muss angreifen. Sofort. Den Konflikt beenden. Wie du sagst, er zerfrisst uns. Klar. Sind wir im Geschäft? Was ist los, Devora? Der Imperator muss sich nicht sorgen. Es gab einen Unfall. Diese hier wird das regeln. Macht Platz für Kotal Kahn! Bewegung! Die Takatana sind in Position. Wir erwarten den Befehl. Selbstverständlich, liebste Tanya. Eine Kutsche aufzuhalten ist nichts. Einen Imperator zu töten... Falschen Imperator! Erfordert Macht. Macht, die du hast, Melina. Und nicht nutzt. Es schmerzt mich, sie zu nutzen, Rain. Ich brauche mehr Zeit. Der Einfall der Thronräuber kam zu früh. Der Regen fällt, wann er will. Egal. Solange Kano tut, wofür ich ihn bezahle. Jetzt! Los! Thank you.
ist nur Unfug.